Freundschaft, eine Leidenschaft. Eine Leidenschaft ist etwas, das ein Leiden macht. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört. Aber ein Leiden im positiven Sinn. Du gibst so viel rein, dass es dich vielleicht manchmal auch ein bisschen zum Leiden bringt. Das Leiden ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber es ist etwas, das manchmal ein bisschen wehtut. Aber es fängt so fest, dass gar nicht so eine Rolle spielt. Ist es nicht so? Was ist deine Leidenschaft? Das hat Lara vorhin schon gefragt. Vielleicht hast du dir dort schon Gedanken gemacht. Tu doch schnell ein bisschen austauschen mit deinem Nachbarn. Was ist deine Leidenschaft? Wo brennt dein Herz? Das muss nicht unbedingt in Gemeinde sein, sondern einfach allgemein. Wo hast du Leidenschaft für etwas? Wo brennt dein Herz? Tu schnell 30 Sekunden schnell ein bisschen austauschen mit deinem Nachbarn. So, jetzt hat er genug lange Zeit gehabt. Ich konnte in dieser Zeit schnell das Mikrofon wechseln, das ist auch gut. Und ich habe vor lauter Leidenschaft völlig vergessen, die daheim zu begrüßen, die im Livestream dabei sind. Vielleicht hast du jetzt auch gerade austauschen, was ist deine Leidenschaft? Wo brennt dein Herz? Herzlich willkommen auch dir zur Predigt, wenn du gerade daheim hockst. Um Leidenschaft geht es heute in dieser Predigt. Und ich wird die Predigt nicht selber oder nicht ganz allein halten, sondern wir werden verschiedenste Leute davor haben, die auch irgendwo zum Thema Leidenschaft, zum Thema, wo brennt mein Herz, gerade im Kontext von der ESG, im Kontext von der Kirche, auch etwas zu sagen haben. Und zwar haben wir vorhin schon einen Teil gehört von dem, von Benny und Lea. Ich darf sie zwei nochmal führen bitten. Sie haben auch ihre Leidenschaft teilweise geteilt. Und zwar die Jungschi, der Benny Lemp und Lea Hahn, die ja Hauptleitung werden übernehmen. Und ich habe euch noch zwei, drei Fragen dazu, einfach so ein bisschen als, oder, zum sehen, sind sie auch wirklich parat für diesen Job als Hauptleiter? Sind sie wirklich, sind es die richtigen zwei, das könnt ihr näher entscheiden. Nein, einfach, wieso ist Jungschi eine Leidenschaft von euch? Und ich frage das dir, Benni, wieso ist Leidenschaft oder Jungschi eine Leidenschaft von dir? Ja, also es hat eigentlich schon vor fast 10 Jahren angefangen, wo ich selber zuerst mal in die Jungschi gegangen bin. Als Kind, ich bin immer mega gerne in die Jungschi gegangen. Und ich finde es auch so cool an unserer Jungschi, dass du zuerst selber wie als Kind in die Jungschi gehst. Und dann wirst du älter und älter, dann bist du Teenie, dann plötzlich bist du Mini-Leiter und Leiter. Und ich finde es so cool, dass quasi aus dem eigenen Nachwuchs auch die eigenen Leiter rauskommen. Wenn du jetzt etwas an einem Kind weitergehst und das dann in 2 Jahren Leiter ist, vielleicht hat das
das Gang noch im Kopf, was du ihm dann gesagt hast. Und das finde ich irgendwie so cool. Und ich mache es mega gerne Jungschi, weil es, ich kann irgendwie so viel wie weitergeben und es bringt mich auch selber weiter. Also ich finde es so cool, wenn ich für Kinder etwas kann organisieren kann, wenn ich dann merke, sie haben Freude daran. Wenn du ein positives Feedback bekommst, oder wenn du dann noch Eltern schreiben, so hey, das Feel ist mega cool gewesen, die Kinder mega Freude gehabt. Du lernst immer wieder neue Kinder kennen. Allgemein, Kinder sind einfach so, so cool und haben so eine Lebensfreude. Und das einfach immer wieder dürfen zu erleben, ist einfach so cool. Und das bringt mich auch selber mega weiter. Also, schon nur einfach vor Leuten können zu stehen und etwas können zu sagen. Mit dem habe ich früher recht Mühe gehabt. Und dann sind wir dann die Jungsleute dabei und ein paar Träbchen müssen machen. Ein paar Andachten so. Dann war es plötzlich wie verflogen gewesen. Und jetzt mache ich es eigentlich auch recht gerne. Oder so wie jetzt hier stehen, ist jetzt nicht so ein Problem für mich. Oder auch etwas zu organisieren. Es bringt einem selber mega weiter, einfach wenn man Jungschi macht. Auch im Glauben. Wenn ich Andachten vorbereite, so, das, dann habe ich mich mega damit auseinandergesetzt. Und das weiss ich auch noch bis heute eigentlich fast alles über meine Andachten, weil du bist halt so in der Materie innen. Und das vergisst ich einfach mega lang nicht. Also es bringt mich am Glauben mega weiter. Es hat nicht nur den Vorteil, dass ich für Kinder ein Programm mache, sondern ich profitiere auch selber mega davon. Wir haben ein mega cooles Team einfach, wo wir es sehr cool haben zusammen. Ein mega gutes Verhältnis haben zueinander. Und ja, so macht es halt einfach Freude. Sehr gut. Du hast schon gesagt, das hat dich auch, bringt dich auch deinen Glauben weiter. Hast du schon irgendwie etwas Konkretes mit Gott erleben? Vielleicht einfach so eine kleine Geschichte oder irgendein kleines Erlebnis als Leiter, aber vielleicht auch schon als Jungschäler, wo du noch Teilnehmer bist. Ja, also so eine Geschichte das wieder mit der Heilung, aber so habe ich jetzt nicht gerade. Aber ich finde, es ist einfach auch ein Wunder, viel Bewahrung, was wir erleben dürfen, durch die ganzen Jungschinamis, durch die Lager. Wenn wir unterwegs sind mit den Autos, mit den Velos, während der ganzen Zeit, als ich jetzt schon Jungschi bin, also fast 10 Jahre, kann ich mich an keinen schlimmen Unfall erinnern. Also, es sind doch wirklich immer noch so kleine Sachen, wie mal der Einstich oder dass mal jemand rumgeht. Aber ich finde, es ist einfach auch eine mega Bewahrung hier von Gott, durch die ganze Jungschi-Zeit, wo er uns einfach durch Dinge tragen oder durch das Gebet von allen Eltern vor der Gemeinde hier. Dürfen wir es einfach mega spüren. Und ich finde es auch ein mega Wunder, dass wir so viele Kinder haben. Weil, wo ich selber noch bei Jungschäler war, war es eher so, dass wir recht wenig Kinder waren, so 10 bis 15 am Nachmittag und recht viel Leiter. Und ich habe Nadine kein Lied davon singen. Und jetzt hat sich ein bisschen gekehrt. Also jetzt ist es mega cool, wir haben so aber durchschnittlich um 25 Kinder. Und jetzt sind wir fast ein bisschen knapp Leiter, aber es ist mega cool, kommen so viele Kinder. Und es kommen immer wieder neue Kinder, jetzt im Freeliner oder wieder drei neue Kinder kennengelernt. Oder hoffentlich auch zu unseren Jungschi kommen, es sind drei mega coole Kinder. Und ja, das ist einfach irgendwie ein mega Wunder. Ich glaube, es haben auch Leiter von früher, die das noch miterlebt haben, dass wir so wenige Kinder hatten, ich glaube, auch dafür gebetet, dass mehr Kinder kommen. Und ich glaube, das ist einfach wie ein Wunder, das in Erfüllung gegangen ist über die Jahre. Und das finde ich einfach auch mega cool. Beten wir weiter, dass irgendwann 100 Kinder sind. He? Du hast jetzt genug erzählt. Jetzt habe ich noch zwei Fragen für die Lea. Was motiviert dich ganz besonders, immer wieder Zeit zu investieren in Programm? Das braucht immer wieder Vorbereitung in Programm für die Kinder. Was motiviert dich da dazu? Also mich motiviert vor allem, wenn ich daheim hocke in meinem Zimmer und mir ein Programm überlege oder irgendeine Andacht oder so, dass ich eigentlich daran denke, echt immer wenn ich die Jungschi bekomme und mir den Namen eben durchgeführt habe, ist es immer eine coole Zeit gewesen, egal was wir gemacht haben. Also es kann auch mal etwas blöd laufen oder so, aber Es war immer irgendwie lustig gewesen und wir haben es jetzt nicht auf die schwere Schulter genommen. Also wenn ich nicht daran denke, dass es mir selber cool haben mit den Leuten dort und auch mit den Kindern vor allem.
Weil da sind zum Teil so lustige Kinder dabei und da hast du immer etwas zu lachen und coole Momente, die du kannst erleben kannst. Ja, das so, wenn ich an das denke, die Zeit, das motiviert mich gerade. Sehr cool, sehr cool. Und gibt es auch Momente, wo es vielleicht schwieriger ist, wo sie vielleicht angeschneckelt hat, die Jungschi oder angeschneckelt hat, etwas vorzubereiten, hat es so Momente auch? Ja, also ja, das hat es auch schon gegeben. Also wenn ich zum Beispiel gerade weiss, ja, jetzt hätte ich heute vielleicht gerade etwas anderes gehabt, es kann es immer geben, wo ich vielleicht gerne wäre gegangen, aber mich schon angemeldet habe, dass ich dann mit Jungschi komme. Denke ich viel, oder denke ich auch, ja, wäre so cool, wenn ich an das oder dort hergegangen, aber und vielleicht auch, wenn ich mal nicht so mega gute Laune habe, oder wenn man mal nicht so einen super Tag hat und doch eigentlich oder möchte mit guter Laune und mit Motivation in die Jungschi kommen, das gibt's halt ab und zu, aber echt, wenn ich nicht dort bin, ist echt nie ein Problem oder so. Ich habe es dann wie vergessen, eigentlich, meine Sorgen und alles, was mich gerade ein bisschen nervt oder so. Dann habe ich wirklich nie irgendwie ein Problem. Genau. Merci viel, viel mal euch zu Ihnen für euer Führerkommen, euren Mut. Ihr dürft wieder hocken. Und euren Einsatz in der Jungschi. Ich freue mich, meine Kinder irgendwann mal zu euch zu schicken, wahrscheinlich schon nach der Sommerferien. Ich bin gespannt, was sie zu erzählen haben, ob das gute Leute sind oder nicht. Ja, Gott hat dir und mir Gaben geschenkt. Er hat uns Sachen gegeben, die wir gut können. Sachen gegeben, die wir eine Leidenschaft haben dafür, wo unser Herz brennt dafür. Und bei jedem ist das etwas anderes. Das, was er vorhin austauscht hat, das ist wahrscheinlich bei jedem ist das irgendetwas anderes gewesen. Und so steht es auch in der Bibel, Römer 12, 4 bis 5. Heißt, es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle. Wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. In den letzten paar Wochen und auch heute haben wir als EFG, als verschiedenste Angebote, als verschiedenste Gruppen, haben wir immer wieder Leute gesucht für verschiedene Teams. Komm mithelfen. Zum Beispiel in der Sonntagsschule braucht es Leiter bei den Tiger, braucht es Leiter bei den Igeli, braucht es Leiter bei den Füchsli und vor allem bei den Schneckli. Also in jeder Altersgruppe, Altersstufe braucht es Leiter, hat es zu wenig Leute. Das Bistro-Team braucht Leute, die helfen, das Kaffee vorbereiten, für das die näher das Kaffee können trinken. Das Putz-Team sucht Leute, die helfen, die Räumlichkeiten im Dormänen immer wieder auf Vordermann zu bringen. Und zu putzen, dass das super bleibt. Und auch heute haben wir von Jungschi gehört, auch sie haben einen Helferpool eingerichtet, wo man sich kann melden kann, freiwillig, ehrenamtlich mitzuhelfen. Vielleicht kannst du dir selber mal die folgenden Fragen stellen. Wo arbeitest du mit der EFG? Wo ist dein Platz? Und frage vielleicht, ist das der richtige Platz für dich? Ist das der richtige Ort, wo du bist? Dort, wo du mitschaffst, brennt dort dein Herz. Ist das eine Leidenschaft für dich? Oder hast du eine Leidenschaft dafür, für das, was du machst? Vielleicht ist die Frage auch eher, will ich überhaupt dort mitschaffen? Will ich überhaupt in der FG mitschaffen? Oder mache ich es nur, weil ich muss? Oder mache ich es, weil vielleicht meine Kollegen dort dabei sind, dass ich die zumindest alle Sonntag oder alle zwei Monate mal wieder einmal kann sehen und mit denen kann austauschen. Vielleicht ist die Frage, wäre es mal an der Zeit aufzuhören oder etwas anderes zu machen. Vielleicht sagst du, ja, eigentlich möchte ich schon lange, aber ich habe ja niemanden, der es für mich würde machen. Ich habe keinen Nachfolger, der es für mich würde machen. Oder vielleicht wäre es auch mal einfach dran, anstatt mitzuschaffen,
einfach mal nur zu beten, nur in Anführungszeichen, zu beten für die Gemeindeleitung, zu beten für die Leute, die da vorne stehen, zu beten für die Leute, die das Ganze tragen, die mitmachen. Schau, ich glaube, das sind alles Fragen, die du dir kannst stellen. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, herauszufinden, hey, wo will Gott mich? Wo habe ich Leidenschaft? Wo brennt mein Herz? Ist es noch dort, wo ich bis jetzt war, oder wäre es vielleicht mal in einem anderen Bereich von der Gemeinde zu wechseln? Vielleicht ist es aber auch ein Bereich, wo es noch gar nicht gibt. Vielleicht sagst du, ja, ich habe eine mega Leidenschaft, Bücher zu lesen, und möchte das am liebsten mit anderen austauschen, über die Bibel oder was auch immer. Dann wäre es vielleicht mal an der Zeit, einen Bücherclub aufzutun. Vielleicht gibt es das Angebot noch gar nicht. Dann komm auf uns zu und teile die Leidenschaft. Vielleicht gibt es andere, die die Leidenschaft auch haben. Für mich mega wichtig, irgendwie heißt, frag Gott, wo ist der, wo willst du mich? Und in diesen Fragen innen ist es auch immer wichtig zu hören. Was sagt Gott dir? Nicht einfach nur zu fragen und so weiterzufahren wie bisher, sondern wirklich mal herzuhocken und zu hören, hey, wo willst du mich? Wo willst du mich brauchen? Wo willst du mich einsetzen? Gerade spezifisch vielleicht in der EFG, in der Gemeinde oder in diesem Kontext. Ich möchte dich nicht ermutigen, die Dienste irgendwo aufzuhören. Wir haben es gehört, wir haben genug Gruppen, wo Leute gesucht sind. Ich möchte dich viel mehr ermutigen, mal dich zu fragen, was ist das, was ich mache? Und wieso mache ich das? Aus welcher Überzeugung mache ich das? Aus welcher Motivation mache ich das? Ist das wirklich noch der Platz, wo ich sein soll? Und vielleicht schaffst du noch gar nie mit. Vielleicht sagst du, ich möchte mal mitarbeiten, aber ich habe keine Ahnung, was. Und ich weiss nicht ganz genau. Dann wird die dich ermutigen, den U-Kurs zu machen. Wir hatten letztens ein Pärchen gehabt, das gesagt hat, er will mithelfen, arbeiten in der Kirche. Und dann hat er gesagt, hey, mach doch den U-Kurs. Das ist so ein cooler Kurs, wo man herausfinden kann, hey, wo habe ich meine Leidenschaft? Wo brennt mein Herz? Und aus dem heraus aufzubauen und zu sagen, hey, vielleicht gibt es etwas Neues, vielleicht gibt es Angebote, die ich mir vor dem Kurs noch gar nicht überlegt habe, wo ich mithelfen könnte, arbeiten oder wo ich meine Stärken einsetzen könnte, wo ich eine Leidenschaft aufbauen kann für das. Und ich möchte auch nicht sagen, nur weil du gerade keine Leidenschaft hast für den Job, den du vielleicht machst, sollst du gerade aufhören. Es gibt auch Momente, wo man einfach durchbeissen muss. Das hat Lara vorhin auch gesagt. Man muss es hegen und pflegen. Manchmal gibt es eine Zeit vom Durchbeissen und nachher kann wieder etwas Neues entstehen. Oder passiert wieder irgendetwas Neues. Ich möchte heute Morgen einfach ermutigen, auch jetzt mit drei weiteren Zeugnissen, die wir werden hören von Leuten aus der Gemeinde, die irgendwo in ihrem Dienst innen sind, teil länger, teil weniger lang, teil mit mega viel Leidenschaft, teil mit einer Durststrecke, teil mit weniger Leidenschaft. Aber ich möchte euch einfach ermutigen und zum Nachdenken anregen, einfach zum Überlegen, hey, wo bin ich gerade dran, was ist meine Motivation, wo kann ich etwas fürs Reich Gottes ins Reich Gottes investieren. Und wir wollen die Zeugnisse hören. Jetzt, Simon, du darfst vorkommen. Sie wird etwas teilen von ihrem Dienst, von ihrer Zeit in der Gemeinde, wo sie ihre Zeit investiert. Und ich gebe dir jetzt das Mikrofon gerade. Merci vielmals. Ja, da vorne stehst du nicht meine Leidenschaft. Und ich habe gedacht, vielleicht müsste ich einfach ein bisschen mehr die Jungs gehen, wenn das dort gelernt wird. Ja, ich hoffe gleich, dass ihr meine Freude, meine Leidenschaft für die Kinder in der Sonntagsschule könnt spüren, könnt merken, dass ich die weitergeben darf. Für mich ist, wenn ich darüber nachdenke, das ist für mich einfach so das erste Wort und das zweite und das dritte Wort, ist doch logisch. Ich kann in die Gemeinde, wir gehören zu der Gemeinde,
es ist logisch, mitzuschaffen. Ich habe dann in den letzten Tagen mehrere Minuten, sind fast Stunden daraus geworden, mich zu hinterfragen, warum ist es einfach logisch für mich. Ich habe gemerkt, meine Eltern haben da schon sehr einen grossen Grundstein geleitet, so dass es logisch ist, mitzuschaffen. Wir sind in einer Gemeinde gross werden. Ich habe gelernt, in der Gemeinde mitzuarbeiten, weil ich habe viel gehört, es funktioniert nur, wenn alle mithelfen, in der freiwilligen Gemeinde, im Gottesdienst oder irgendwo. Alle Sonntagmorgen sind sicher nie stressfrei gewesen oder irgendetwas, und doch haben wir Freude und Leidenschaft so dürfen lernen daheim. Als wir vor 10 Jahren in die TFG gekommen sind, ist es für mich logisch, dass ich mitzuarbeiten werde. Und das Erste, was gefragt wurde, ist für die Sonntagsschule, ist gut gewesen, ist logisch gewesen, wir haben Kinder. Ich habe mega gerne Kinder und es fällt, ich habe gleich gemerkt, dass es mir mega reinfällt, mit Kindern ihnen den Glauben können weiterzugeben, können von Gott zu erzählen, ist für mich ein riesen Vorrecht geworden. Können basteln und auch die Einfachheit oder die Leichtigkeit, die Leichtgläubigkeit auch in den Kindern. Müssen merken, was ich für einen Grundstein habe dürfen von daheim mitnehmen. Das hat mich gereizt, das hat mich herausgefordert, dort können Vollgas zu geben. Und weiterzumachen. Auch weil mein Tag nur 24 Stunden hat wie euch, muss ich immer wieder mir Zeit frei halten oder frei schaufeln, vorzubereiten, was mir Motivation da haben. Aber ich habe das Gefühl, ich habe eben wieder gesagt, keine Zeit. Und doch darf ich jedes Mal erleben, sei es im Vorbereiten oder im Planen vom Jahresprogramm, das geht nachher. Mache ich sie mega schnell fertig bin. Und so motiviert es mich, dann das nächste Mal eine Sitzung wieder vorzubereiten. Weil ich weiß, ich bin sowieso wieder mega schnell fertig und es kommt gut raus. Die Gemeinde ist ein wichtiger Teil oder ein riesen Teil von unserem Leben als Familie. Und da kann ich irgendwann merken, ja, einfach überall Ja sagen und überall mitschaffen kann ich nicht. Darum habe ich für mich innerlich irgendwann so eine Reihenfolge festgelegt. Mache ich vielleicht etwas im Dorf oder arbeite noch, genau. Und somit bin ich eigentlich einfach mega dankbar, ein Teil von dieser Gemeinde zu sein, auch wenn das mir nicht ganz einfach fällt, da vorne zu stehen, genau. Und an euch der EFG meine Leidenschaft und meine Fähigkeiten dürfen entdecken und dürfen weiterentwickeln. Merci vielmals. Mega cool, merci vielmals Simon für den Mut, da vorne zu stehen. Das ist nicht einfach. Und gleich hat sie sich überwunden. Mega, mega cool auch für deinen Einsatz. Gäng wieder die Leidenschaft, die du mitbringst. Das ist mega genial für unsere Kinder. Das zweite Zeugnis hören wir von der Lara. Sie ist sonst schon davor gesehen. Genau, was du machst schon seit Jahren. Moderation für dich ist, glaube ich, ein bisschen gängiger da vorne zu stehen, nicht ganz so schwierig und gleich braucht es immer wieder Mut, gell? Ja. Wieso motiviert es dich, gäng wieder Moderation zu machen? Das frage ich mich jedes Mal, wenn ich weiss, dass ich am Samstag Moderation habe. Also am Montag geht es selber noch und so am Dienstag Mittwoch noch und dann fährt das Theater, könnt ihr also meine Familie fragen. Es ist mittlerweile ein bisschen besser, aber es ist immer noch schlimm. Ich schreibe meine Moderationen meistens am Abend spät oder zur Nacht. Warum? Ich glaube, Gott will mich einfach dann brauchen. Oder Gott sagt mir, du hast dann Zeit. Ich stehe etwa 7 tot, bis ich hier vorne stehe. Ich bin unglaublich nervös. Ich habe fletschnasse Hänge, auch jetzt. Ich habe das ein bisschen
Pokerface, man merkt es manchmal nicht so an, manchmal merkt man es. Aber ich liebe es. Ich liebe es, davor zu stehen, nicht um mich zu profilieren, überhaupt nicht, gar nicht mit dem zu tun, aber für euch zu sagen, was ich mit Gott erlebe, zum Beispiel. Oder so als Zeugnis, was Gott kann bewirken kann. Und wenn ich denke, als ich DSG bekomme und mir jemand hat gesagt, hey, du machst eine Moderation, dann habe ich gesagt, ja, genau. Genau. Ich habe angefangen mit Worship. Ich habe mich dort gefunden und es war mega cool gewesen. Wir hatten eine ganz gute Band, gell, Stefan? Es war wirklich cool gewesen. Und irgendwann war das dann auch durch gewesen. Dann bin ich in die Sonntagsschule und habe gemerkt, das stimmt nicht für mich. Ich hatte auch kleine Kinder dann und ich habe gerne kleine Kinder. Wir haben kleine Kinder gearbeitet, aber es waren mir fast viele kleine Kinder gewesen. Und sonst habe ich gedacht, muss ich zum Sonntag nicht auch noch haben. Und nachher hat mich jemand gefragt für Moderation. Vor etwa gefühlten 100 Jahren. Also wirklich ewig. Und dann habe ich gedacht, ja, ich vorstehe vor nichts. Hast du schon ein bisschen gelernt im Worship? Und habe dann auch so ein bisschen angefangen. Und ich weiss auch meine erste Moderation. Ich kann mich nicht mehr an mich erinnern, aber an die. Und das ist nicht wirklich. Genau. Sie ist auch durch. Und ich habe wirklich mega viel gelernt. Und Gott hat mich so gebraucht in dieser Zeit. Ich habe so viel Gott erfahren, der Heilige Geist. Ich bin viel davor gestanden, nicht gewusst, was sage ich eigentlich. Und auch wirklich so dürfen den Heiligen Geist erfahren. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, dass ich glaube, ich bin sicher, in jedem Dienst kann man Gott so auf eine coole Art erfahren. Man wird so gestärkt vom Heiligen Geist. Man bekommt so mit Simon hat das so super gesagt. Es fällt die Zeit, fällt für anders, fällt einem nie nachher. Es fällt einem plötzlich ring, weil Gott einem einfach Ideen schenkt und die Zeit schenkt. Und man spürt, man kann etwas für Gott machen. Und das ist eine Leidenschaft. Also ich bin leidenschaftliche Moderatorin, auch wenn es mega viel kostet. Vorher und nachher. Weil ich gehe nach Hause und sage, du, was habe ich wieder? Oh, hätte ich das nicht sollen sagen? Und leck den Stoff, den ich wieder rausgelassen. Das sind wirklich so einfach so angegriffen. Und seitdem, dass ich es eben auch als das kann nehmen, kann ich mit dem umgehen. Es kostet. Und man muss die Leidenschaft auch pflegen. Und ja, ich glaube, das ist meine Motivation, warum ich am Sonntag zwischen ihnen davor stehe und euch einfach ja, so, zeigen, hey, Gott ist so gross und Gott hat für uns alle etwas parat und wir dürfen das gerade am Sonntag in einem Dienst so cool erfahren. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, mal reinzuschauen und zu sagen, hey, mal, das wäre etwas für mich. Also mir hat es geholfen, mein Leben hat sich verändert, dass ich Moderation mache. Ich habe viele Sachen gemacht, die ich sicher nicht hätte gemacht, wenn ich die Erfahrungen hier nicht gemacht hätte. Ich hoffe, ich darf das noch ein bisschen machen. Aber alle Jahr mindestens viermal sage ich jetzt, hör ich. Also diese Momente gibt es auch. Und dann mache ich gleich weiter. Genau. Ja, das ist so meine Motivation. Merci viel mal. Danke viel mal, Lara. Wir haben ein drittes Zeugnis von Madeleine Luginbühl, wo auch schon lang dabei ist, wo auch schon lang leidenschaftlich in verschiedensten Diensten mitgeholfen hat. Wieso bist du motiviert dazu? Ja, wo du mir gefragt hast, dachte ich, soll ich mir das gleich gegangen, soll ich ja sagen, ich muss stundenlang studieren und dafür stehen und in 5 Minuten deine vielen 100'000 Gedanken auf einen Punkt bringen und das ist auch etwas, was mir schwerfällt. Genau, ich habe mich damit gestört. Eigentlich hätte ich gerne noch ein Lied kurz mitbringen, aber ich habe es im falschen Format geschickt. Mir ist gerade das Sinn von Mani Matter. Wir haben einen Verein, oder so heisst es. Das heisst, ich gehöre dazu, ich gehöre gleich nicht dazu. Ich stande dazu, ich stande gleich nicht dazu. Ich bin manchmal stolz und manchmal habe ich genug. Und das ist genau das. Natürlich, das drückt immer so einfach ganz viel aus. Und das ist immer die Leidenschaft. Es schafft eben Leiden. Es nimmt viel Energie, aber es kann auch sehr viel Energie freisetzen. Genau. Und heute sind wir beide Seiten und heute möchte ich einfach die positiven Seiten beleuchten. Und zwar ist mein Glaubensleben immer wieder durch freiwillige Arbeit gestärkt worden. Und ja, oft habe ich mich durch meine freiwillige Arbeit irgendwie in ein Thema vertiefen können. Gerade jetzt zum Beispiel, wo ich selber an Sonntagsschule geleitet
dann tust du dich mit etwas befassen und vertiefen und lernst selber so viel dabei und darfst dann noch weitergeben und teilen. So cool. Oder durch freiwillige Arbeit habe ich immer wieder ganz tolle Menschen dürfen lernen kennen. Mit unterschiedlichen Begabungen. Ja, und ich habe durch das von ihnen dürfen profitieren. Und ich hoffe, dass sie auch von mir dürfen profitieren. Also so ein bisschen ein Geben und ein Nehmen. Und mir ist, als ich euch Jungsleiter habe, vorher gesehen, ich habe lange Jungschar gemacht, das Melch noch, wo ich herkomme. Und es ist mir dann so viel noch ein Ding gekommen zu dem. Ich habe wirklich gedacht, das war so eine Leidenschaft für mich, die Jungschi zu leiten. Und wenn ich jetzt zurückschaue, eins von meinen Jungschi-Kindern, die ich in meiner Gruppe hatte, ist jetzt im Vorstand im Zeli-Verein Bern. Hey, cool. Und wir haben uns bewusst entschlossen, hey, wir bleiben bei diesem Zeli-Verein, weil wir wollen nicht, dass der Zeli-Verein einfach ein Papi-Verein wird. Also braucht er die wie wir. Und er ist jetzt dort im Vorstand. So cool. Ein anderes Jungschi-Kind von mir war lange in der Hauptleitung. Und ja, dann so zurückzuschauen, was ist entstanden daraus, aus dieser freiwilligen Arbeit, was hat dürfen wachsen daraus, ist mega cool. Ich finde freiwillige Arbeit auch immer super, um etwas Neues auszuprobieren oder zu lernen. Mir denkt, hier ist nämlich die Hemmschwelle viel tiefer als zum Beispiel beim Arbeiten. Um mal die Komfortzone zu verlassen. Ich bin zum Beispiel viele Jahre Kassierin im Zeli-Verein zum Melchnau noch, also der Jungschi. Und die mich kennen, wissen, ich bin absolut nicht der totale Mensch. Ich habe gerade noch knapp meine Familie ihre Geburtstag behalten. Betonung auf knapp. Aber ich wusste, der Vorgänger, der hat eine super Arbeit geleistet. Ich werde das top übernehmen von ihm. Er wird da sein, wird ihn können mit Fragen löchern. Wenn ich nicht weiterkomme. Und ja, so eine Buchhaltung in diesem Verein, dass ich immer wieder die gleichen Buchungen, das kann ich schon. Und darum habe ich viel über die doppelte Buchhaltung dürfen lernen in dieser Zeit. Es ist noch immer nicht meins, aber es war ganz wertvoll gewesen, was ich dort mitnehmen durfte. Ja, mit freiwilliger Arbeit konnte ich auch über mich herauswachsen. So ist es positiv formuliert. Ich könnte es aber auch sagen, etwas anreissen, das ich keine Ahnung habe. Das mache ich nämlich manchmal schon. Und dann wären wir jetzt gerade so ein bisschen bei der Zukunft, jetzt auf die DFG bezogen. Ich habe jetzt von meiner Jungschi-Zeit auswärts geredet. Und zwar werden wir in Auffahrt nächste Woche, nächstes Jahr, vom 18. bis zum 21. Mai. Ich wiederhole es nochmal, dass ihr es gut gehört, vom 18. bis zum 21. Mai. Werden wir die Lego-Stadt vom Bibellesebund anbieten hier in Zwieglisbach. Mega cool! So ein cooles Projekt, um Touchpoints zu schaffen. So können wir nebst für unsere EFG-Kinder vielleicht auch andere Kinder begeistern für so etwas. Und es wird dort jeden Tag in kleinen Gruppen eine Geschichte aus der Bibel erforscht. Und anschließend wird zusammen gebaut, ein Riesenprojekt. Ich liebe Lego, da kann man so kreativ sein. Und am letzten Tag feiert man auch zusammen einen Gottesdienst, wo man die Werke von den Kindern kann bestaunen kann. Und ja, ich freue mich hängen drauf. Ich finde es mega cool und ich bin Fan. Und ich wünsche mir, dass wir durch das Projekt auch eine Plattform bieten können, um zum Beispiel alle Generationen in unserer Gemeinde wieder ein bisschen zu verbinden, um mitzuschaffen, um miteinander unterwegs zu sein. Ja, die Jungs sind schon angeschrieben und es schon geschrieben, hey, mache ich noch mal Gedanken, hey, cool. So cool, aber es schafft mir eben auch Leiden. Jesus Trost, wie viele Mitarbeiter, Freiwillige braucht ihr das? Wie muss man das organisieren? Ich habe noch keine Ahnung, aber ich freue mich drauf. Genau. Und noch das Letzte, was ich mit euch teilen möchte, ist, dass freiwillige Arbeit immer auch mega wertvolle Gratis-Weiterbildung ist. Meine beruflichen Wurzeln sind im Gastgewerbe. Also ich bin vom Service. Ganz banal aus dem Service komme ich. Meine jetzige Stelle als Mitarbeiterin in Sozialdiakonie, Zwangen an der Aare, habe ich auch nicht wegen meiner beruflichen Kompetenzen bekommen.
wie das passt mit der Lego-Stadt. Die hat gedacht, ich nehme noch ein Lego-Haus mit. Was will ich mit dem? Das soll ich Kirche darstellen. Das haben meine Kinder heute Morgen gebaut. Die haben gesagt, ich soll ein Tempel machen. Oder eine Kirche, ein Haus von Gott. Und ich könnt es dann noch ein genau anschauen. Da hocken alle in Reihe und Glied. Und der Pfarrer ist hinter der Kanzel. Also es ist alles so, wie es sollte. Ihr könnt es wirklich einfach anschauen. Nein, merci viel mal euch drinnen, die da etwas gesagt haben. Und auch Benny und Lea, die da vorne waren. Ich werde das abschließen. Und zwar mit dem hier. Vielleicht fühlst du dich manchmal so als einzelnes Lego-Teil. Aber ich wünsche mir, dass es so aussieht. Die einen sieht man und die anderen sieht man nicht. Aber jeder bringt irgendetwas mit. Jeder bringt sein Lego-Steinchen mit. Jeder bringt, hat eine andere Farbe, das finde ich auch noch das Coole. Da sind mit Blümchen, da ohne. Und das Gesamtkunstwerk ist dann entscheidend. Als die Israeliten sahen, wie das Feuer vom Himmel fiel und die herrliche Gegenwart des Herrn den Tempel erfüllte, warfen sie sich zu Boden und beteten den Herrn an und lobten ihn. Seine Güte ist so groß, seine Gnade bleibt ewig bestehen. Wo der Tempel während der Zeit von Salomo neu gebaut worden ist am Schluss haben sie ihn eingeweiht. Der Tempel ist fertig gewesen. Und sie sind alle in den Tempel reingegangen und sind in den Tempel eingeweiht. Und wir lesen, es ist Feuer vom Himmel gefallen und die Herrlichkeit von Gott ist da gewesen. Das ist durch mich so ein schönes Bild so von dieser Kirche, von dieser heutigen Kirche. Dort, wo Kirche gebaut wird von x Menschen, dort passiert etwas. Dort kommt die Herrlichkeit von Gott rein und dort werden die Menschen auf die Knie gehen und Gott anbeten. Das soll unsere Leidenschaft sein, unsere grösste Leidenschaft. Den Gott anzubeten im Himmel, das Reich Gottes zusammen zu bauen, weil dort wird etwas passieren. Dort werden Touchpoints passieren, dort werden wir Gott erleben. Und das Gleiche ist dann im Neuen Testament passiert. In einer neuen Form. Der alte Tempel ist vergangen gewesen. Wir sind heute der neue Tempel. Wir haben das letzte Woche gefeiert am Pfingsten. Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Das Gleiche ist Jahre später wieder passiert. Jesus ist im Himmel zurück zu seinem Vater und am Pfingsten ist der Heilige Geist gekommen, wie ein Feuer. Und hat die Anwesenden, also eben den Tempel, erfüllt. Sie sind erfüllt worden vom Heiligen Geist. Manchmal würde es mit Lust oder denke ich, ich wäre gerne dort gewesen, so der Pfingst in diesem Raum und sie waren alle so dort gewesen und haben zusammen gebetet, sie gewartet, bis der Heilige Geist endlich kommt. Und ich weiß nicht, ob sie eine Ahnung hatten, in welcher Form oder wie das passiert. Und dann ist der Moment passiert, wo die Herrlichkeit von Gott, wo der Heilige Geist in den Raum reingekommen ist, die Menschen erfüllt hat. Das muss ein unglaublicher Moment gewesen sein. Es war ein Moment vor Einheit gewesen. Ein Moment, wo Gott angebetet worden ist, in verschiedensten Sprachen. Das wünsche ich mir für unsere Kirche, für unsere Familie hier, Kirchenfamilie, EFG-Familie, dass wir als Einheit können den Gott anbeten, was verdient hat. Und dort, wo wir zusammen Einheit bauen, wird etwas Wunderschönes entstehen. Und dort werden wir die Herrlichkeit von Gott erleben. Dort, wo wir zusammen, jeder mit seinen Gaben, jeder mit dem, was er gut kann und weniger gut kann, jeder mit seiner Leidenschaft, die er mitbringt,
Dort wird Gottes Herrlichkeit reinkommen. Da stellen wir so das Bild vor, so, wenn wir jetzt das hier haben, dass wie Gottes Herrlichkeit bam, plötzlich einfach wie ein Feuer der Heilige Geist in den Tempel reinkommt. Und das finde ich so ein schönes Bild. Dort wird etwas passieren. Und dort ist schon viel passiert. Aber ich glaube, Gott wird noch viel mehr tun. Wir alle zusammen sollen der Tempel sein vor Gott. Und ich habe das mega schön gefunden, so die drei Zeugnisse, die sind so unterschiedlich gesehen, aber jedes auf die Art und Weise so gut. Einfach so verschieden, aber so das Unterschiedliche bringt eine Einheit rein. Und dort in die unterschiedliche Einheit, in die Verschiedenheit, wo Gott mit drinnen ist noch, dort ist eine unglaubliche Kraft steckt dort drin. Du darfst übernehmen, wir steigen in die zweite Teile, aber du darfst es gerne einleiten. Schon nehme ich. Ah! Super, ein Knöpfchen und es funktioniert. Ja, genau. Also wir nehmen doch jetzt zusammen das Abendmahl und du hast jetzt ganz viele Sachen gehört und so viel Leidenschaft in diesem Raum. He? Wahnsinn. So viel Motivation und so viel Freude am Mitbauen von dieser Kirche. Und vielleicht fühlst du dich jetzt gerade angesprochen und vielleicht merkst du, hey, das ist so cool, ich will das auch. Ich will auch mehr hier investieren in dieser Gemeinde oder ich will auch mal schauen. Und vielleicht bist du aber auch nicht sicher, dann komm doch du jetzt vor Gott, red du mit Gott. Sag du ihm, dass er dir zeigt, was für dich dran ist oder was er dir zeigt, was für dich Leidenschaft ist und was für dich parat ist. Und dann, ich nehme es da kein Sapri, ich hänge es geht zusammen. Kannst du helfen, ist stabil, he? Gut. Kannst du helfen, dort, wo es im Moment vielleicht auch Löcher hat, wo zu wenig Leute rum sind, helfen, Löcher stopfen oder am Ort helfen, ein neues Mäuerli bauen, vielleicht mit einer neuen Idee. Kommen wir doch vor Gott und beten ihn an. Wir werden unterstützt durch Instrumentalmusik. Es wird jetzt nicht wie gewöhnlich hier die Worship-Band davor sein, sondern wir werden die Musik hören von hinten. Genau. Und wenn du das Gebet willst, dass jemand mit dir betet, oder vielleicht willst du auch einfach nur einen Segen abholen, dann ist hinter das Ministry-Team parat für dich und wird das sehr gerne mit dir zusammen machen. Also fühl dich frei, es hat auf beiden Seiten der Bisch mit dem Abendmahl. Und ja, dann wollen wir.